Jo, Freunde, wie geht's euch? Ich bin gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir hatten heute Nacht minus 12 Grad, also das perfekte Wetter für ein schönes Eisbaden. Genau. Ja, und Freunde, Pauline und ich haben letztes Mal wieder das Dorf verlassen. Und zwar ging es zu einer neuen Eskalation, nämlich direkt nach Berlin, zu Klein gegen Groß. Und Kai Pflaume hat einfach mal zwei Tage davor angerufen und mir davon erzählt. Ja, wir haben unsere Sachen gepackt und los ging's. Wenn es um Challenges geht, bin ich, wie ihr wisst, immer sofort am Start. Und ja, apropos Challenge, ich würde sagen, Eisbaden gehen könnte jetzt auch eine schöne Challenge werden. Ich glaube, man sieht's. Ja, alles noch schön gefroren. Dann ist sogar echt der See, also der Teich, Freunde. Boah, Achtung, das ist richtig gut. Oh. Auf dem ganzen Tau. Boah, also ja, natürlich mal wieder zugefroren. Sehr schön. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an hier. Oh, shit. Ja, zugefroren. Komplett. Dicht. Fest dich? Ja, voll. Schauen wir, dass wir da reinkommen. Das erinnert mich direkt an die Challenge mit dem Kai. Du hast nicht wirklich vor, hier reinzugehen. Ey, der ist zugefroren. Es sind minus 5 Grad draußen. Kann man gar nicht beschreiben, was das mit einem macht. Jetzt direkt mal die gute alte Wim Hof Methode nutzen. Schön auf die Atemtechnik achten. Normalerweise gehe ich immer mit vollem Karambo einfach rein und halte die Atmung an und alles und spanne einfach alles an. Heute versuchen wir es mal ganz diszipliniert. Teste dich mal. Also, können wir ruhig ein bisschen vorspulen. Beobachtet? Ich bin richtig beobachtet. Gut. Also. So, jetzt ausziehen. Es ist mir eigentlich richtig schwindelig. Ah, gut. Also, ich glaube, schon richtig. Also nicht einfach so nachmachen, das wollte ich jetzt schon mal gesagt haben. Schon immer rantasten, nicht auf einmal plötzlich hier bei Minusgraden einfach wirklich in so ein Eisbad. Vorher erstmal irgendwie unter der Dusche mal ein bisschen mal die Füße kalt machen und so. Sagt der, der einfach reinspringt. Ja, richtig. Richtig. Dächer auf Keule stehen. Nackt Eisbaden. Okay. Weil doch einmal was. Okay, Schatz, viel Spaß. Danke. Oh Gott. Und? Der einzige Vorteil, den ich jetzt gerade merke, ist, dass jetzt dafür draußen irgendwie warm ist? Wieder schön warm ist. Oh, der Findi kommt da. Hallo Findus. Boah. Boah, ich war was. Sieht wie deine nasse Badehose aus, ne? Gute alte Bademantel vom Kai. Ja, genau, gute alte Bademantel vom Kai. Der schaut auch ganz stylisch aus, oder? Super, was meint ihr, Freunde? Ziemlich fresh. Sehr cool. Hey, tut mir was das nicht. Schaut auch so fresh aus, oder? Ja, fresh. Das habe ich jetzt mal halbwegs bestanden. Für was jetzt eigentlich? Einfach so, oder? Ja. Einfach so. Und jetzt bestanden. Fürs Immunsystem, Schatz. Fürs Immunsystem. Aha, ja, ja, bestanden, weil erste Challenge. Dann gönnen wir uns die Challenge von klein gegen groß. Jetzt mal schnell noch mal rein. Kurze Hose anziehen, direkt mal wieder raus. Ich dachte mir, ja, wenn wir uns schon eine Challenge gönnen, dann ist es natürlich perfekt, wenn man sich auch währenddessen eine Challenge gönnt. Aha. Also eine Challenge gönnen, während man eine Challenge macht, ist, glaube ich, so das ultimative Next Level Shit, oder? Ergibt Sinn. Boah, aber jetzt, Freunde, ich muss rein. Okay. Schau mal die Finger, dann. Die werden schon richtig. Die haben schon andere Farbe. Ah ja, und Schatz, kennst du den schon? Welchen? Schau. Hey, du blitzt da. Wo? Da. Ich seh's nicht. Da, ja. Ah ja. Ja, das ist hier auf dem Eis. Geil. Freunde, lass uns starten. Ah, perfekt hier.
Ja, jetzt habe ich noch schnell einen Laptop geholt, ja, eine kurze Hose angezogen und einen guten leckeren Tee noch gemacht, zubereitet. Ja, perfekt, Freunde. So muss das sein. So, den Laptop brauchen wir noch. Ich würde sagen, solange wir uns jetzt hier den Auftritt gönnen, machen es wir einfach, ja, wie im Hof. Setzen uns jetzt also ein bisschen der Kälte aus und stärken unser Immunsystem. Holy shit, das wäre krass. Wow, vielleicht doch nicht die beste Idee. Ich muss zugeben, Freunde, ich war mal wieder richtig nervös. Also da habe ich mindestens so gezittert wie jetzt hier, kurz vor dem Auftritt. Woher das kommt, ich weiß nicht, Freunde, vielleicht liegt es einfach daran, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfahre oder hinkomme, ich einfach jedes Mal über mein Limit gehen muss. Also ich jedes Mal komplett eskalieren muss. Aber genau das ist es ja, neue Sachen zu testen, die eigenen Grenzen zumindest versuchen zu überschreiten, an sich zu arbeiten und einfach in diesen Extremsituationen, ja, im Moment zu leben. Also im Moment einfach bewusst und intensiv zu leben, also einfach ins Leben spüren. Und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen von euch da auch motivieren, Mut zu fassen, Dinge anzupacken und einfach durchzuziehen. Apropos Extremsituationen, Freunde, also es ist hier wirklich schon verdammt kalt, also lasst uns starten. Leonas gegen Sascha Huber. Achtjähriger Leistungsturner mit ordentlich Muckis. Ich hab's hier und hier. Gegen Fitness-YouTuber bei... Der Grinser hier, Freunde, einfach mega sympathisch. Also Leonas war einfach so ein sympathisches Kerlchen, ist er sicher immer noch, aber auch eine richtige Maschine. Also seitdem ich damals das Nationalteam der Turner besucht habe, könnt ihr gerne auschecken, kann ich euch den Turnsport wirklich ans Herz legen, die meiner Meinung nach viel... Oh, jetzt hast du mich geschreckt. Also alles Maschinen, die... Okay. Also alles Maschinen, die meiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Dem es immer eskaliert. Jo, Freunde, wie geht's euch? Ich bin gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Wo andere aufgeben, wird es für ihn erst interessant. Easy. Naja, da war endlich mal was los hier bei uns im Dorfplatz. Ah, ja. 270 Millionen Klicks und 1,4 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ach, diese unglaublichen Zahlen immer. Also absolute Ehren-Community, Grüße gehen raus an euch. Schon crazy, was für eine Fitnessrevolution wir da vor ein paar Jahren gestartet haben. Ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht richtig fassen. Aber ganz ehrlich, Freunde, in der echten Welt sieht es mit den Zahlen ein bisschen anders aus. Und zwar wohne ich hier in einem 700 Einwohner-Dorf, habe zwei Geschwister und eine Freundin. Gut, wir machen weiter. Online-Star. Spürt ihr die Trizeps, Freunde? Und dann dieses Bild hier. Also euer Ernst. Ey, wer immer dieses Intro geschnitten hat, ich finde dich, Bruder. Und Muskelmaschine Sascha Huber. 30 Klimmzüge am Stück. Über 2000 Liegestütze in 60 Minuten. 100 Kilometer Fußmarsch in 24 Stunden. Ja, Freunde, was mache ich einfach immer nur? Das war jetzt die heftigste Phase. 80 Kilometer. Sascha Huber liebt Sport. Freunde, ich habe einfach immer noch, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann im Video, einen blauen Ziegelnagel von diesem 100-Kilometer-Marsch, obwohl er schon ein paar Monate her ist. Von der Klimmzug-Challenge, lauter Blasen an den Händen. Ein paar Blasen sind es einfach immer noch, die hier überall aufgehen. Ja, oh Mann. Sportliche Extreme. Will auch andere damit motivieren. Geht nicht, gibt's nicht. Freunde, ich will jetzt keine Ausreden hören, denn ihr könnt dieses Workout überall machen. Und auch den perfekten Handstand hat der 29-Jährige natürlich drauf. Stellt euch dafür einfach den Kochlöffel vor. Der fällt einem natürlich leichter zu balancieren als zum Beispiel hier eben eine, richtig, Socke. What the fuck? Dieses Video ist einfach schon 4 Jahre alt, Freunde. Da stehe ich einfach mal mit einem Kochlöffel und einer Socke vor Millionen Fernsehzuschauer. Oh Mann, herrlich. Weil die eben keine Spannung hat und so kann sie natürlich auch kein Gleichgewicht halten. Krass. Krasser, er ist der krasseste. Servus Wolfgang. Ja, gerade ein Reaction-Opfümer. Ganz entspannt, aka Wim Hof-Methode. Ja, genau. Wolfgang, mach's gut. Einfach mal kurz noch gequatscht, wärmer wird's nicht. Sascha Huber. Das Duell. Ein Action-Drama mit Schmerzpotenzial. Wer schafft in einer Minute im Handstand stehend mehr Schulterberührungen? Ich, da gebe ich dir die Hand drauf. Das Handstand-Duell. Übrigens, seine Eltern sind beide Artisten. Sein Vater hält zurzeit auch den Handstand-Weltrekord im Servieren, soweit ich das richtig verstanden habe. Komplett crazy. Stand-Duell. Oh, das wird spannend. Herzlich willkommen, Leonas aus Berlin. Und der Mann, der keine Challenge scheut. Hier ist Sascha Huber aus Österreich. Ich dachte einfach so, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Ah, man kennt's. Ah, jetzt muss ich echt mal weniger labern hier. Sonst erfriere ich noch, sonst dauert das Video noch länger. Sascha, grüß dich. Hey, was los? Leonas, Sascha.
Okay, wenn ihr noch irgendwelche Fitness-Tipps braucht, das ist der Mann dafür. Ne? Aber hier, der ist vielleicht noch ein Stück kleiner, aber der ist mindestens genauso fit, oder? Wie oft trainierst du in der Woche? Du bist ein Turner? Manchmal 6-mal in der Woche und manchmal 5-mal in der Woche. Okay, wie lange trainiert ihr dann so? Wie lange seid ihr dann so in der Turner? Eine Stunde oder zwei oder länger? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit, aber ich glaube 2 Stunden oder mehr. Okay, aber das ist ja schon ganz schön viel, ganz schön lange. Und macht ihr auch so richtig Krafttraining oder turnt ihr dann die ganze Zeit? Wir turnen und wir machen Krafttraining. Wie sieht so ein Krafttraining dann aus? Also macht ihr da auch so mit Gewichten irgendwas oder macht ihr eher so Liegestütze und solche Übungen? Wir haben hier mal Liegestütze gemacht, aber wir machen diese... Sowas macht ihr auch. Also das macht ihr. Man kennt's. Jeder denkt sich, der jetzt meine Videos kennt. Bizeps Curls, let's go! Ja, aber Leonas Freunde, einfach wirklich absolute Legende. Wenn du das siehst, ganz liebe Grüße gehen nochmal raus zu dir und natürlich auch zu deiner gesamten Familie. Extrem sympathisch, allesamt. Macht ihr oder macht ihr nicht? Machen wir noch nicht. Noch nicht, ne? Da seid ihr noch zu klein so, ne? Ja. Aber wenn du dir mal so ein Video von Sascha angeschaut hast, ne? Der macht das schon ziemlich oft so. Mit ziemlich schweren Gewichten macht er das auch. Ne? Deine Fans sind jetzt natürlich begeistert, dich wieder hier bei uns bei Klein gegen Groß zu sehen. Ich weiß natürlich auch, du bist jemand, der schaut natürlich aufs Training, der schaut auf die Ernährung. Ja, der guckt, dass das alles am Ende auch zusammenpasst. Ja, was isst denn du am liebsten? Was ist dein absolutes Lieblingsessen? Na, manchmal Spargel. Also ich esse gerne Spargelsuppe und Pizza, Pommes. Okay. Also ich esse viel gern. Ja, Spinat. Ich esse viel gern, Legende. Auch gut sein für die Kraft. Nicht Spinat, sondern Pommes. Ach, Pommes? Ja. Ach, das habe ich immer. Ah ja, Pommes gönnt er sich. Aber so wie Leonas aussieht, dachte ich mir eher, er wird sowas sagen wie ja, Proteinshake, Kreatin, Multiple Z, Vitamin D und Sascha Zinnriegel. In diesem Sinne, Freunde, so viel Zeit muss noch sein. Gerne Videobeschreibung jetzt auschecken. Die meiner Meinung nach besten Supplements findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vor allem die wichtigsten habe ich euch ganz oben reingepackt. Aber wie immer gilt, vorerst auf eine normale, gesunde, ausgewogene Ernährung achten und dann bei Bedarf erst mit Supplements ergänzen. Aber natürlich auch Trainingsoutfit, Trainingsequipment und vieles mehr findet ihr alles ja, bei Europas Marktführer, was Sport Betrifft gerne im Prozess beischauen. Sascha 10 regelt. Ihr kennt das ja, 10% Rabatt und zurzeit auch viele Gratisprodukte. Gerne auschecken und ihr seid automatisch jede Woche auf Instagram bei 100 Euro Gewinnspielen dabei. Da habe ich übrigens auch schon ja mehrere 1000 Euro wieder zurückgegeben. Auf Instagram im Story Highlight findet ihr alle Bestellnummer und ebenso eben alle Gewinner. Aber gut, so, wir machen weiter. Was, siehst du? Deswegen funktioniert das bei mir nicht so. Ich muss mehr Pommes essen. Ja. Ich habe es immer mit Spinat versucht, aber jetzt weiß ich's. Danke für den Tipp, Leonas. Ja? Training gehört ja wirklich jeden Tag für dich dazu. Wie viel trainierst du so, also wenn du es in Stunden aufrechnest in der Woche? Ja, es kommt. Ja, auch so 14 Stunden ungefähr. Ja, genau, da habe ich einfach ungefähr 2 Stunden am Tag gerechnet. Krafttraining, Ausdauertraining, Kraftausdauertraining und Mobility, Freunde. Ich mache auch in letzter Zeit sehr viel Mobility, wird von sehr vielen vernachlässigt. Man kommt auch immer mehr und mehr drauf, wie wichtig Mobility parallel zum Krafttraining ist. Da kommt einiges auf euch zu, Freunde. Habt ihr schon einiges für euch geplant. 14, 15 Stunden reine Trainingszeit, aber der Rest ist halt viel aufwendiger. Ist ja viele scheitern ja nicht beim Training, sondern einfach bei der Kontinuität und bei der Ernährung. Das ist ein bisschen aufwendiger als das Training. Und das ist ja auch ein Hintergrund. Du willst die Leute ja auch ein bisschen motivieren, Sport zu machen, ne, was für ihren Körper zu tun, gesund genau. zu leben. Also ich versuche einfach die Menschen zu motivieren, einen gesunden Lebensstil zu haben. Ja, man muss nicht jeder 2 Stunden am Tag trainieren, sondern es geht einfach darum, ja, gesund zu sein, sich fit zu halten und vor allem auch Spaß daran zu haben. Das versuche ich halt zu vermitteln. Also ist Entertainment auch dabei. Das ist halt für mich wichtig, weil ich finde das Stumpfe, ja, hoch und runterheben ohne jetzt Spaß an der Sache, ja, ist langfristig, glaube ich, nicht zielführend. Genau das ist es, Freunde. Man braucht Spaß an der Sache, ansonsten wird man langfristig nicht durchziehen. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen, Freunde, einen Trainingsplan zu suchen, der zwar extrem effektiv ist, aber der euch auch Spaß macht. Denn nur so zieht man durch. Vor allem, wenn man das Ganze auf lange Sicht betrachtet. Aber was natürlich auch wichtig ist, immer schön an die Schmerzgrenze gehen, Freunde, und nicht immer gleich aufgeben. Let's go! Was machst du am liebsten beim Turnen? Ich mache sehr gerne Ringe und Boden. Okay. Und Boden wird ja hier auch ein bisschen eine Rolle spielen, weil es ja ums Handstandduell geht. Und wir kommen zum Duell. Ihr nehmt Aufstellung hier oben auf der Ecke, ne? So, eins hoch, genau. Steht euch gegenüber. Schaut euch an. Das Handstandduell. Leonas, 8 Jahre behauptet, ich kann im Handstand mehr Schultertaps machen als Kraftpakete und Fitness-YouTuber Sascha Huber. Also im Handstand, aber schon angelehnt an der Wand, ja, muss man schon dazu sagen. Leonas und Sascha haben jeweils 60 Sekunden Zeit, so viele Schultertaps wie möglich zu machen. Dabei müssen sie im gestreckten Handstand mit der rechten Hand die linke Schulter und mit der linken Hand die rechte Schulter berühren. Wer mehr Taps schafft, gewinnt das Duell.
Ja, der Blick, ja? Ja, alles ja. Klar. Ja, ja, ja. Leon, hast du schon in den Wettkampfmodus geswitcht hier? Fühl ich, in den Beast-Mode. In dem ich jetzt übrigens auch gerade bin, weil ich spüre eigentlich meine Zehen schon gar nicht mehr. Fuck, weitermachen. Alle setzen auf klein. Ich bin voll das auf der Seite. Das wird Sascha nur noch mehr motivieren. Jetzt haben doch alle getippt, natürlich alle auf Leonas, das nehme ich Ihnen nicht übel bei so einer Maschine. Leonas ist vom Fach. Klein gegen groß, auf los geht's los. Alles klar, also klein gegen groß, auf los geht's los. Und die Zeit läuft erst, wenn du den ersten Schultertap ansetzt. So, rein in den Handstand, Ilona, guck. Denk dran, Leonas, Hände müssen schön nach oben, ne? Und wann immer du willst, die Zeit läuft mit der ersten Schulterberührung. Jetzt! Los geht's! Er legt schon sehr, sehr gutes Tempo vor. Und das ist was, wo man nur sagen kann... Ja, das Ding ist, es ist halt eine Minute. Kann man auch zu Hause mal ausprobieren? Die zieht sich so in die Länge, diese Minute. Man glaubt es nicht. Schön oben an die Schultern, die Hände. Genau. Ist natürlich auch eine Kraft-Ausdauer-Geschichte. Weil alleine so eine Minute im Handstand zu stehen, ist ja schon wahnsinnig anstrengend. Noch von einer Hand auf die andere zu wechseln. Okay, Leon, das ist noch 20 Sekunden. Er behält das Tempo bei. Er behält das Tempo einfach bei. Super. Noch 10. Komm. 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 Yo. Gib ihm. Sehr gut. Yes! Hier der kleine Bruder von Leonas. Einfach, ey, so eine nette Familie. Und ja, bist du zufrieden? Hier super Leistung, Leonas. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Also, ich kann einfach nur den Hut ziehen. Absolute Maschine. Ja. Ja? Alles klar. So, und jetzt kommt Sascha. Sascha müsste mich jetzt wieder hören und kann sich die Kopfhörer abnehmen. Da war übrigens eine richtig gechillte Musik am Start. Ich habe schon gehofft, dass sie Nifex oder sowas abspielen, also richtige Motivationsmucke, aber ja, leider nicht. Oh, Leonas, du siehst kaputt aus. Hast du alles gegeben? Hm? Volles Tempo? Ja. Klar. Puh. Was ist, lässt du Schuhe an, Schuhe aus? Ich versuch mal. Machst du mit Schuhe? Ja. Ja. Wobei, wer dich kennt und deine Fans, stellen sich eher die Frage, was mit dem Shirt? Shirt an oder Shirt aus, ne? Ja? Ja? Ich wusste einfach, dass Kai den bringen wird. Es war so klar, dass Kai den bringen wird. Das Ding ist, bei der ersten Show haben die gesagt, ich darf das Shirt nicht ausziehen. Ich glaube, man kennt schon von einer anderen Workout, irgendwann geht das Shirt weg, im Bismo spätestens. Und ja, aber bei dieser Show, so Kai einfach rausgehauen, dachte ich mir, scheiße, Millionen von Zuschauerfreunden, ich glaube so 6, 7, 8 Millionen oder so schauen sich das an. Aber gut, scheiß drauf. Also unser Zuschauer. Freunde, es war schon eine sehr weirde Situation vor dem ganzen Publikum. Hier ist es halt meistens so, ja, ich habe hier die Kamera stehen und das war's. Wenn dann da extrem viele Leute da sind, 1000 Kameras und so, ja, keine Ahnung. Der Blick hier. Ach ja. Zuschauer freuen sich, ne? Hätte ich gestern das Bier weglassen sollen. Sag ich einfach mal, im Fernsehen hätte ich gestern das Bier weglassen sollen. Aber ja, war true. Wir haben also tatsächlich der Abend davor mal ein Bierchen gegönnt. Also hin und wieder, Freunde, solltet ihr ruhig aus auch wissen, gönne ich mir auch mal ein Bierchen. Ist vielleicht nicht so oft jetzt bei dem einen oder anderen vielleicht, aber hin und wieder gönne ich mir auch ein Bierchen. Und ich glaube, der Bizeps, ja, der passt noch, ist immer noch am Start. Also ihr seht es ja immer auf Instagram und YouTube, Freunde. Ihr seht immer nur, alle ernähren sich perfekt. Da wird nie gecheatet. Da wird alles von jeden Tag richtig gemacht, Freunde. Und ich sag's euch, wie es ist, das ist einfach kompletter Schwachsinn. Das stimmt einfach nicht. Und ich bin jetzt in dieser Szene schon lang genug unterwegs, Freunde, um euch das ganz sicher sagen zu können. Und auch übrigens, auch Bodybuilder, ja, nachdem die weltbesten Bodybuilder der Welt auf der Bühne ja, gepostet haben und dann wieder ins Cheatmeal rübergehen oder die Massephase gehen, die hauen sich da auch Burger ohne Ende rein. Ja? Also glaubt nicht, ihr müsst immer clean essen, damit ihr einen guten Körper aufbauen könnt. Absoluter Schwachsinn, lasst euch das nicht einreden, Freunde. Ja? Nur so ein kleiner Tipp am Rande, da muss der noch sein. Ja. Du hast ja den Bauchweggürtel um. Der ging noch, aber jetzt reicht's. Weggürtel um, also insofern geht's schon. Ja, stimmt, da hatte ich in meinem Bauch hier so ein Ding für das Mikrofon. Gott sei Dank. Okay. Na, die Form passt schon, bin zufrieden. Okay.
Also natürlich hat... Ich geh einfach an die Wand wie so ein Opa, ohne Scheiß. Sascha Huber mehr Kraft, aber er wiegt natürlich auch mehr und das spielt hier auch eine Rolle. Sascha, wann immer du willst, Zeit läuft mit der ersten Schulterberührung. Und los geht's. Dass es am Anfang schnell und gut läuft, das haben wir hier schon oft beobachten können. Aber wie lange lässt sich das Tempo durchhalten? Zieh, zieh, zieh. Irgendwann fängt es an, weh zu tun. Boah, das ist voll, ey. Irgendwann brennt es. Ah, da kickt der Dialekt vorne. Ja, das ist voll, ey. Bist du wahnsinnig. Ah, ja. Das ist voll, ey. Noch 30 Sekunden. Boah, das ist erst die Hälfte. Bist mal einfach. Klassiker. Das wird ein enges Ding, das kann ich hier schon mal sagen. Noch 10. Komm! Oh nein! Also ich liege so am Boden und denke mir so, warum gehen jetzt alle so krass ab? Was ist da los? Was ist jetzt passiert? Ja. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Holy moly! Ich wusste ja doch nicht, wie viel Leonas geschafft hat. Hat der absolut keinen Plan. Was sagst du, Leonas? So. War die Ausführung okay? Die Ausführung war okay, aber hier müssen wir jetzt wirklich, wir müssen den Endgong hier noch mal gucken. Du kannst das Shirt jetzt wieder anziehen. Ja. Ja? Jetzt ist nicht mehr so kalt, gell? So, Achtung, jetzt müssen wir gucken. No! So, ganz viel Thema. Also der letzte, ne, da haben wir es gesehen, die Hand war noch in der Luft mit Ablauf der Zeit und damit... Da muss man fairerweise einfach sagen, ja, der hat einfach nicht mehr gezählt. Die Hand war nicht ganz perfekt hier an der Schulter oder sogar noch ein bisschen entfernt. Von dem her, ja, Leonas einfach mehr als verdient gewonnen. Stand, schau drauf. Leonas 80 und Sascha 79. Super! War das knapp! Ich meine, Freunde, ich sag's euch, wie es ist, ich habe mich richtig für Leonas gefreut. Ich meine, ich war echt nervös, aber Leonas war so richtig nervös. Ja, und hat's einfach richtig verdient. Jetzt hat er sich viel mehr Motivation, auch mit dem Turnen weiterzumachen und ja, fühle ich einfach. Also auch wenn ich ganz knapp verloren habe, ich war einfach mega happy. Aber ganz ehrlich, das hat er doch verdient, oder Freunde? Seht ihr doch genauso. War das gut? Yes, super! Ah, Leonas, mega! Oder? Ja, da freust dich für deinen Bruder, oder? Bester Mann! Ja. So. Bester Mann, nicht so. Dein Bruder freut sich, der Papa freut sich, die Mama freut sich auch. Ne? Sagen wir vielleicht kurz dazu, die Mama ist Artistin, die steht gerade auf der Bühne. Deswegen wird die jetzt natürlich sofort angerufen und wird dann informiert, wie das Ganze hier ausgegangen ist. Und alle haben auf Leonas getippt. Das heißt, es gibt für jeden einen Punkt dazu. Das verdient. Eine super verdient. Geschichte und ein super spannendes Duell. Und Leonas, bekommt. Sascha, komm mit. Jetzt kommen wir zu deinem Geschenk. Ah, mega. Leonas, richtig gerockt. Super. Hey. Super. So, war das ein spannendes Ding. So, Leonas, guck mal was. Leonas ist ja auch vor der Show schon, das wollte ich noch erzählen, überall raufgeklettert. Also wirklich, die hatten ja da ja, so extrem heftiges Kamera-Equipment. Und das sind ja oft auch so Stangen, wo man raufklettern kann. Und Leonas ist einfach überall rauf. Also ohne Spaß, einfach überall rauf. Guck mal, was hier für dich kommt. Ich weiß, wow. Du liebst es, draußen unterwegs zu sein. Und hier in Berlin gibt es ja genug Wasser, auf dem wir jetzt demnächst dann als Familie unterwegs sein können. Ne? Das ist dein, euer niegelnagelneues Schlauchboot. Was sagst du? Cool? Ja. Ja, also viel Spaß damit, hast du dir verdient. Herzlichen Glückwunsch, Leonas, danke an euch. Sascha, vielen Dank auch an dich. Großer Spaß, Ehre, Kai. Wie immer. Und ich denke, da werden wir bei dir demnächst noch mal was zu sehen, oder? So ist es. Also, so ist es. Und da sitze ich schon da und da sieht man schon was auf meinem Kanal. Ich kann nur sagen, Leonas, herzlichen Glückwunsch hier nochmal von meiner Seite. Ja, es war mal wieder richtig legendär, damit dabei zu sein. Boah, aber jetzt, Freunde, ist es schon wirklich verdammt kalt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Freunde. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Holy shit. Wow. Achso, genau, der Laptop noch. Haut rein.
Und übrigens, Freunde, wenn ihr noch eine Idee habt für eine Challenge, dann lasst mir jetzt sehr gerne wissen. Packt es rein in die Kommentarbox. Ja, aber das war's jetzt auch. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Zieht am besten jetzt direkt gleich das eine oder andere Workout durch. Wir sehen uns, haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.